Hallo und herzlich willkommen zur Selbstmordszene von The Raven in Deutschlands noch Adventure-Kanal Nummer 1 selbst ernannt. Und mein Name ist Gadrol, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich will keine Toten, aber ich verstehe nicht, was all das hier soll. Das musst du auch nicht. Schau zu und lerne. Nein! Nein, nein! Was soll das? Sie wollten doch eh springen, oder sollten zumindest. Inch! Ich helfe ihm doch nur. Er ist ein Feigling und braucht Motivation. Los, hopp, hopp, spring! Sie sind der Butler der Baronin, oder? Ich wollte Ihre Herrin nicht ermorden. Ach, vergeben und vergessen. Wenn ich jetzt bitten dürfte... Ah. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Warum tun Sie das? Nichts Persönliches. Oder doch irgendwie schon. Sie sind ziemlicher Abschaum, oder? Vor allem aber wird uns Ihr Tod Inspektor Legrand vom Hals schaffen. Der Inspektor? Was habe ich mit dem zu schaffen? Ihr Bekennerbrief. Darin gestehen Sie, der Rabe zu sein und die Baronin ermordet zu haben, weil sie Ihnen auf die Schliche gekommen ist. Das ist doch Blödsinn. Natürlich ist es das. Aber die Leute sind gewillt, fast alles zu glauben, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Die Presse wird es lieben. Der große Legrand hat wieder zugeschlagen. Interviews, Händeschütteln, dringende Telegramme aus der Heimat. Der Gute wird sich dem nicht entziehen können. Und bis sich der Sturm gelegt hat, ist alles vorbei. Sie dürfen ihn nicht umbringen. Warum nicht? Er ist ein Schwein. Sein Tod hilft uns und er ist ein Zeuge. Lassen wir ihn laufen, wandern wir beide in den Knast. Und trotzdem werden wir ihn nicht ermorden. Sie haben uns in diese Situation gebracht. Und solange ich lebe, wird in meiner Gegenwart niemand umgebracht. Nein. Ich muss für Sie die Drecksarbeit im Museum machen. Deshalb werden Sie mich nicht erschießen. Und ihn auch nicht. In Ordnung. Du hast gewonnen. Na also. Was soll das? Oh! Du wirst nie wieder so mit mir reden. Haben wir uns verstanden? Alter. Ich brauche dich, um das Auge zu stehlen. Doch ich könnte eines Tages von einem Gefühl des Hasses überwältigt werden, das mich das Auge vergessen lässt. Und dann gibt es noch schlimmere Dinge, die ich mit dir anstellen kann, als dich zu erschießen. Ich schlage vor, du gehst zurück in deinen Käfig. Du musst in Kairo fit sein. Ich habe noch einen Bekennerbrief zu fälschen. Oh, Wacker. Ja, der Tipp. Du sollst dir immer alle Gegenstände ansehen. Letzter Akt. Da hat man ja schon den... Das Ende des Raben. Oh, oh. Na, da bin ich auch mal gespannt. Ein Teil von mir will den ganzen Plan über Bord werfen und zurück nach Europa. Was, wenn etwas schief geht und Legrand uns auf die Schliche kommt? Undenkbar, wenn hier etwas passieren würde. Es darf einfach nicht schieflaufen. Mr. Jamal, schön, dass Sie es einrichten konnten. Bringen wir es hinter uns. Immer noch sauer wegen des guten Doktors? Geschockt. Angewidert. In weniger als 2 Stunden bist du mich los. Und ich dich. Klingt nicht so gut, ehrlich gesagt. Haben Sie Mr. X schon getroffen? Er ist um einen Briefumschlag voller Geldnoten reicher. Den Plan hat er unter die Statuette des Imhotep gelegt. Plan? Ein Grundriss des Museums. Kein, wie man ihn überall bekommen könnte. In diesem sind die geheimen Zugänge, Keller und Dachkammern verzeichnet, aha, die der Widerstand während des Krieges genutzt hat. So haben wir darum so ging gekriegt. Es also. Hol den Plan. Es gibt einen Keller unter der Schatzkammer. Der Zugang muss auf dem Plan verzeichnet sein. Öffne ihn und gib mir Bescheid. Und was ist mit Legrand? Mein Ablenkungsmanöver hat wunderbar funktioniert. Die Presse belagert die französische Botschaft und Legrand wird sich dem nicht mehr lange entziehen können. Er sollte in wenigen Minuten mit dem Tresor hier ankommen. Und dann wird er den ganzen Nachmittag alberne Reporterfragen beantworten müssen. Deswegen schlagen wir jetzt schon zu. Eine bedauerliche Notwendigkeit. Ich hätte den großen Auftritt heute Abend bei der Gala bevorzugt. Aber ja, sobald der Tresor in der Schatzkammer und Legrand verschwunden ist, schlagen wir zu. Langsam, aber sicher. Wie geht es dann vom Keller aus weiter? Kommt das gesamte Bild zusammen? Das wirst du erfahren, wenn es soweit ist. Aber... Wird es wieder Tote geben, hier im Museum? Wenn du dich dieses Mal an meine Anweisungen hältst, nein.
Sollten Menschen gefährdet sein, werde ich die Aktion sofort abbrechen. Ich töte nicht aus Spaß, sondern nur, wenn es sein muss. Muss es denn jemals sein? Manchmal gibt es gute Gründe. Zum Beispiel aus Rache, wenn man hintergangen wird. Also gut, ich werde Imhotep einen Besuch abstatten. Wir sehen uns dann im Keller. Braves Äffchen. Äffchen? Ach so, das Museum ist bis morgen für normale Besucher gesperrt. Und wie soll ich dann... Dir wird schon etwas einfallen. Na toll. Da oben ist schon mal eine Feuerleiter. Gucken wir jetzt mal, was sie hier so verbirgt. Da steckt ein aufgeschnittener Tennisball auf der Anhängerkupplung. Das wird manchmal gemacht, um die Kupplung zu schützen. Und die eigenen Hosenbeine vor der Schmiere. Ja, das... Hab ihn. Kenne ich von irgendwoher. Hab ich früher auch gehabt. Interessant. Eine Feuerleiter. Vielleicht kann ich mir übers Dach auf der anderen Seite zum Museum verschaffen. Kollege. Na gut. Was haben wir hier? Eine Mülltonne. Ich muss improvisieren, wenn ich in das Museum kommen will. Alter Schirm. Nichts. Brauche ich einen Regenschirm in Kairo? Oder kann er mir helfen, ins Museum zu kommen? So ein Drahtbügel könnte nützlich sein. So, was haben wir noch? Transporter nach hinten schieben, wozu das denn? Döst die Handbremse fest. Keine Chance. Hoffentlich kommen die Besitzer nicht gerade zurück, wenn ich mich an ihrem Transporter zu schaffen mache. Handwerker sind nicht gerade für ihre ruhige, verständnisvolle Art bekannt. Abgeschlossen. Ah ja, das geht ja nicht. Also dieses Glitches hier mit dem Rumlaufen, die gehen mir jetzt langsam gewaltig auf den Zwirn, muss ich sagen. Also hier schauen wir jetzt irgendwie, wir kommen nicht an die Leiter ran, wir kämen an die Leiter Keine ran, wenn Chance. Wir da hinten schieben. Deswegen die Handbremse ist angezogen. Das heißt, wir gehen einfach mal zum Eingang. Vielleicht kommen wir auf den normalen Weg rein. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, Versuch ist ja wert, nicht? Also Treppe rauf. Ja, was bist du denn für eine Wurst? Hallo? Na, wer ist dein kleiner Hübscher? Ja, wer ist denn das? Ja, du bist ja süß, du. Süße kleine Lady. Lady? Okay. Aha, so kommen wir natürlich auch einfach rein. Was muss ich mich da erst... Naja. Das Museum ist heute geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Aber da sind doch Besucher im Museum. Handverlesen von Direktor Mokhtar. Oder Sie haben eine Einladung. Gibt es eine Chance, an so eine Einladung zu kommen? Für dich? Nein. Können Sie mich nicht bitte reinlassen? Mein Schiff fährt heute Abend und ich kann Ägypten doch nicht verlassen, ohne eine Mumie gesehen zu haben. Besorg dir eine Schaufel und geh in die Wüste. Vielleicht hast du Glück. Dann eben nicht. Wiedersehen. Tschüss. Muss nicht sein. Zu freundlich. Ha, na, du bist ja ein feiner Hundi, ne? Ja, bist du ein feiner. Ich mag Hunde. Zu Hause in Spanien hatte ich einen Schnauzer, der mir überall hin nachgelaufen ist. Er war schon alt, aber der treueste Freund, den man sich wünschen kann. Tja, die Schilder, ein Wauwau. Mal gucken, ob wir noch was übersehen haben. Hä?
Abfluss. Ich will nicht durch stinkende Abflüsse kriechen, um ins Museum zu kommen. Es muss einen anderen Weg geben. Ein Metallrost deckt den Abfluss ab, damit er nicht zur Stolperfalle wird. Darunter kann ich nichts erkennen. Ich dachte, wir hätten einen Regenschirm. Dann hätten wir vielleicht mit dem Regenschirm den Abfluss hochziehen können. Nein. Oh. Ach, den Draht. Vielleicht damit. Vielleicht kann ich mit dem Drahtbügel irgendwas aus dem Kanal angeln. Da ist gar nichts. Ich erreiche nicht einmal den Boden. Ein Versuch war's wert. Was macht man nochmal mit dem verbogenen Draht? Richtig, man knackt damit Autotüren. Woher weiß ich das eigentlich? So, und das werden wir mal testen, würde ich sagen. Vielleicht können wir dann das Auto unter die Feuerleiter schieben. Kommt keiner? Dann nix wie schnell hier. Offenbar auch hier. Das ist offenbar der Maler und ein Anstreicher. Meister in jeder Disziplin. Karren, oder? Dann schauen wir mal. Also, wir machen die Handbremse los. Schauen noch ein bisschen uns um. Was haben wir hier? Schick. Ja, Maler. So kommen wir rein, oder? Ich befürchte, der Maler hat die Hose abgelegt, weil er nicht den Rest des Tages in verschwitzten Klamotten herumlaufen wollte. Ekelhaft. Aber was soll's? Ein schöner Mann kann nichts entstellen. Und die Verkleidung ist gut. Jetzt kann man auch den Transporter hinten schieben, um an die Feuerleiter zu kommen. Das sollte reichen. Ja. Hui, ich kann sogar warpen. Bei meinem Glück funktioniert das aber nicht. Ja, cool. Na, was haben wir denn hier? Wir haben Kisten. Wir haben ein Gitter, was keins ist. Wir haben Glasdächer vom Museum. Ein Schornstein? Hier ist kein Schornstein. Da ist ein Schornstein. Kalt. Würde mich auch wundern, wenn Sie den in diesen Breitengraden häufig benutzen müssten. Dann haben wir schon mal zumindest die Andeutung eines Ausweges. Aber hier irgendwie war das jetzt nicht so gewinnbringend für uns, ne? Aber vielleicht kommen wir ja mit den Malerklamotten auf normalem Wege ins Museum. Hä? Also ganz rund läuft das auch nicht immer hier. Vielleicht können wir mit dem Hund... Ich würde gern weiter mit dem Kleinen spielen, aber das bringt mich kaum ins Museum. Doch. Wir lenken einfach mit dem Hund den Wärter ab. Wärter. Es funktioniert schon mal. Ja, vielleicht ist das was für Sie. Willst du den haben? Ja, fein bist du. Oh, wie süß. Ja. Da kommt mir eigentlich quasi eine tolle Idee. Und zwar, wir werden jetzt einfach mal den Ball ins Museum schmeißen und mit dem Hund ein bisschen aufgehen. Ja, das gefällt dir, oder? Ja. Mit dem Ball ein bisschen für Aufruhr sorgen.
Und ob das klappt, das seht ihr natürlich im nächsten Teil. Morgen um dieselbe Zeit, selbe Welle, hier in Deutschlands noch selbsternannten Adventure-Kanal Nummer 1. Und ihr sorgt mit euren Daumen und Kommentaren dafür, dass es auch so bleibt. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.